Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, die neuen wöchentlichen Aufgaben sind da. Und ja, da haben jetzt schon ein paar andere Creator Videos dazu gemacht, denn mit den wöchentlichen Aufgaben für diese Woche gibt es wieder mal, wie letzte Woche schon, ein paar Probleme. Ich habe mir jetzt noch keine Videos angesehen, weil ich euch meine eigene Meinung geben wollte. Wir schauen gleich mal rein einfach. Und das seht ihr schon, also es gibt einmal hier 20 Sanduhren im Zauberladen kaufen. Das ist halt schon mal schwierig, vor allem diese Aufgabe kommt natürlich erst nach dem Erfahrungs- und Sanduhren-Events-Wochenende. Ja, sehr geil. Dann 20 mal neue Ware in Läden anfordern. Das ist halt so eine Sache, das ist halt nicht für jeden Spieler möglich. Oder es ist halt schon möglich, aber nicht sinnvoll für jeden Spieler. Also jemand, der halt Free-to-Play spielt, der blättert nicht 20 Mal in einem Laden, ja, weil die Pilze viel zu wertvoll sind dafür, ja. Und dann 160 Millionen Gold in Läden ausgeben. Ist halt auch wieder eine Sache. Da wird man halt, also zwei Sachen, ja. Man muss erstens Gold ausgeben, was schon mal richtig beschissen ist, weil dadurch verliert man quasi eigentlich, also man muss erstmal Gold ausgeben, um einen Gold-Reward zu bekommen. Ja, und man wird halt einfach noch gezwungen, sich irgendwas ja zu kaufen, ja, so auf Zwang, was man eigentlich gar nicht braucht. Ja, und also diese Aufgaben hier sind echt richtig beschissen, diese drei. Die einzige, die also halbwegs geht, ist hier, habe ich schon abgeschlossen, halt 160 Millionen Gold in meinem Fall. Festgelden für Attribute. Also quasi 16 Skillpunkte. Ja, also ich habe keine Ahnung, was Player sich da gedacht hat. Ich werde auch wahrscheinlich nicht hier bis zum letzten Reward kommen. Denn ja, mir sind einfach meine Pilze zu schade. Also ich werde auf jeden Fall nicht keine 160 Millionen Gold in Läden ausgeben. Weil was soll ich mir da kaufen, bitte? Keine Ahnung. Ich könnte für Tränke blättern. Das Einzige, was ich machen kann, aber es ist halt auch kein Epic Event. Lohnt sich irgendwie nicht. Ist voll bescheuert. Ja, und Sanduhren könnte ich irgendwie per Zufall bekommen innerhalb von ja, diesem Zeitraum jetzt noch. Aber dann habe ich auch nur zwei und nicht drei. Ja, mal schauen. Ansonsten habe ich nur ja, die erste Truhe. Wobei die 320 Gold echt. 320 Millionen Gold, echt, ja, das würde echt wehtun, wenn ich die verlieren würde. Also ich bin bei mir echt am überlegen, ob ich halt 20 Pilze ausgeben soll für quasi diese 320 Millionen Gold. Aber ja, ich weiß nicht, weil man kann halt Pilze kann man auch umrechnen quasi in Gold. Und ich glaube, das Billigste für mich, oder, ist glaube ich in den, Drachengreif zu kaufen oder Greifendrache zu kaufen für 25 Pilze für 10 Millionen Gold, und so könnte man sich das umrechnen. Also 20 Pilze würden sich schon in dem Fall bezahlt machen für 320 Millionen Gold und 32 Skillpunkte. Aber es ist halt einfach echt, ja, es sind echt viele Pilze. Also ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich werde noch überlegen, ja. Also bis zum letzten Reward werde ich nicht kommen. Finde ich echt schade, dass Player da nicht so an alle Spiele gedacht hat. Vor allem nach der Kritik ja, bei der letzten Woche. Da waren ja auch so blöde Aufgaben. Ja. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Desbezüglich ja, würde mich echt interessieren. Und auch wie ihr das Ganze handhabt. Also ob ihr nur den ersten Reward euch abholt oder einen zweiten oder dritten. Und wieso, könnt ihr gerne schreiben. Ja, ich habe euch jetzt meine Meinung dazu gesagt. Also ich finde es, ja, ehrlich gesagt, ein wenig traurig. Ja. Aber wir sind ja schon so einiges gewohnt. Ich meine, man muss halt dazu sagen, Plyam hat jetzt in letzter Zeit echt vieles richtig gemacht. Er hat viele coole Features rausgebracht. Auch wenn das Expeditions-Event irgendwie, ich habe es halt noch nicht selber gespielt, aber ich habe schon ja, viele Meinungen gehört und halt auch ja,
schon Videos natürlich gesehen von dem Feature. Und es kommt vielen, also das Expeditionsevent kommt vielen ein wenig sinnlos vor, also sinnfrei. Irgendwie so auf Krampf irgendwie ein Feature hinzugefügt. Ja, ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber immerhin versucht Player was, will ich damit sagen, ja. Und halt auch diese täglichen Aufgaben, die sind eigentlich auch eigentlich ein sehr gutes Feature, wenn man halt dann auch tägliche oder wöchentliche Aufgaben hat. Ich meine, gut, täglich auch, die halt auch machbar sind, ja. Für jeden Spieler so, damit jeder Spieler einfach Spielspaß haben kann. Und das ist halt hier nicht der Fall. So. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich weiter. Übrigens, ja, ich brauche wieder Lucky Coins. Ich bekomme aber irgendwie keine Werbung mehr. Seitdem ich am Browser und am Handy die Cookies akzeptieren muss, das ist früher nicht so gewesen. Das ist erst seit ein paar Wochen so bei mir. Seitdem bekomme ich keine Werbung mehr in Jackson Fidget. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, keine Ahnung. Ich akzeptiere eh alle Cookies. Ich habe auch extra nachgesehen. Man kann hier Optionen anklicken oder alle annehmen gleich. Ich habe halt auch die Optionen angeklickt und habe geschaut, ja, ist eh jedes einzelne Cookie-Feld da auf Ja. Und ja, so ist es. Aber ich bekomme keine Werbung mehr, Leute. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr da eine Idee habt. Ja, ich habe es noch nicht rausgefunden, ja. So viel dazu. Schauen wir mal weiter. So. Und zwar EU8 steht vor der Tür, Leute. Am 10. November kann man sich einen Charakter erstellen, schon mal im Voraus. Und am 17. November startet die Welt, ja. Und da möchte ich auch auf was aufmerksam machen. Und ich habe gesehen, dass der Capso, blende ich sonst hier noch ein, das hat er im Discord geschrieben, der wird auch auf der Welt zocken, auf EU8. Und der hat irgendwie so ein kleines Projekt am Laufen mit seiner Gilde, wo er viel streamen wird und wo, ja, wo es einige Rekordversuche geben wird. Könnt ihr gerne ja bei ihm vorbeischauen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Werde ich mir reinziehen. Ja, ich werde nicht drauf spielen. Aber dass ihr das schon mal wisst, dass ja, Capso da anscheinend so ein Projekt am Laufen hat. Ja. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wartet, ich bin ja hier gerade im Forum, ne? Nochmal zwecks den Aufgaben so. Warte, wo war das? Änderung, Wochenaufgabe für Pilze konzipiert, ja. Einmal das, also es gibt halt viel Kritik wegen den Aufgaben. Ich finde es jetzt nicht mehr, ist glaube ich jetzt übersprungen worden. Ah ne, da, Event täglich nicht erfüllbar. Genau, und da hat sogar Leander selber geschrieben, das war am 31.10., also schon, ja, ein anderes Event quasi. Ich weiß nicht, ob es jetzt hierbei um tägliche Events geht oder wöchentliche. Aber ist ja eigentlich egal. Aber hier schreibt eh, also ein Player-Mitarbeiter, ja, Leander hat hier geschrieben, nee, also, ja, danke für Feedback, er hat es weitergeleitet. Ja, aber anscheinend ist daraus nicht viel geworden, Leute. Also, es wurde weitergeleitet, schon am 31.10. dass es mit ja, manchen Aufgaben echt Probleme gibt. Und ja, Player scheint es anscheinend nicht zu interessieren und sie machen einfach weiter, ja. Finde ich echt ein wenig schade. Aber was will man machen? Wir sind ja nur die Spieler und, oh mein Gott, schon wieder verloren. Ja, und Player sind die Fädenzieher, ja. Wir sind die Marionetten. Aber ich denke mal, das wird ja nicht immer so bleiben. Hoffentlich. Also es gab jetzt zwei richtig doofe wöchentliche Aufgaben. Hoffentlich die nächste Woche wird dann ein wenig besser verlaufen. Ja, letzte Woche war es ja mit den Ehrenhallenkämpfen, Arena-Kämpfen. Dass vor allem Platz 1 Spieler ja die Aufgaben nicht erfüllen konnten. Aber da war es ganz interessant, das habe ich auch im Nachhinein erst rausgefunden, dass wenn man
quasi ein Platz 1 Spieler war oder ja auch irgendwie ein anderer Spieler, der halt hier zwischendrin irgendwie von der Ära halt so einen großen Abstand hat, dass er keine Ära aufsteigen konnte. Und weil er halt auch die Spieler über ihm nicht angreifen konnte, also nicht besiegen konnte. Wenn das der Fall war, dann konnte man sogar ja, so ein Port-Ticket schreiben, habe ich gelesen. Und Playa hat dann selber anscheinend ja, die Aufgaben für einen erfüllt automatisch. Also das ist echt ziemlich cool. Zu wissen, auch für zukünftige Aufgaben, den kann man sich ja merken, falls es da wieder zu Problemen kommen sollte. So, Arena Manager, wie sieht der aus? Okay, bin ich jetzt bei 250 Okto. Ja, ich warte mal bis zur Hälfte. Genau, also bei 125 werde ich dann wieder resetten. Ja, Leute. Aber wie gesagt, also schreibt mir gerne eure Meinung zum ganzen Dilemma in die Kommentare. Würde mich echt sehr interessieren. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.